gemütlichen Tragetasche von Polforce. Der MK10 Dolch. Nun, das erste Messer mit Damaststahl, was mich interessiert. Damaststahl ist ein hochwertiger Kochmesserstahl. Der ist sehr scharf. Ne? Und ein Dolch ist ja eine reine Stichwaffe. Deswegen von beiden Seiten scharf geschliffen, damit das reingeht wie Margarine. Ne? Ja, Damaststahl. Ne? Ja, nun. In Rambo 5, ne, Last Bloods, letzten Rambo-Film, gibt es ja 4 Messer. Ne? 4. MK8, MK9, die Machete von Rambo 4 und dieser Dolch, der jetzt erst zu Verkauf irgendwie dargestellt wurde. Nun, das MK10 von Polforce, aber dieses Messer wurde im Film gar nicht benutzt. Ne? Da gibt es nur eine kleine Szene, wo er kurz dieses Messer zeigt. Ne? Ja, genau, da hat er das Messer nochmal ganz kurz gezeigt. Ey, ich sehe. Dieser Dolch hat auch ein Schlagelement. Ne? Skullcrusher, Schädelbrecher. Auch so zum Schädel einschlagen. Ne? Ey, ich sehe. Und limitiert auf 600 Stück. Ich habe die Nummer 244 von 600. Mit Zertifikat. Mit Unterschrift, mit Qualitätsprüfung, mit Stempel, mit Datum, ne? Mit Unterschrift, ne, von diesem Mannchef, ne? Und halt von Dietmar Pohl, Polforce.